Dann fangen wir mal an. Ja, es schaut immer lustig aus. Hallo, Claudio Schießl und Simon Gebauer. Simon Gebauer ist von Observer Medienbeobachtung und ich bin vom Blog Inside Politics. Und vor kurzem hatte ich das Vergnügen, den Herrn Lugner zu interviewen in Wien. Und das zeige ich jetzt mal kurz, weil das ist der Titel des Blogs. Und selten ist ja Überschrift mit dem Originalzitat. Genau. Es geht jetzt nicht, ich bin im Wahlkampf. So. Dazu dann später. Ich überlasse jetzt das Thema Medienbeobachtung dir. Ja. Und ja, was du dazu zu sagen hast, was eure Position vom Observer-seitig ist. Genau. Also ich werde jetzt. Also erst nochmal hallo von meiner Seite, Simon vom Observer. Ich rede heute über mit euch über Medien und Politik, das heißt, was Medienbeobachtung im Bereich Politik leisten kann. Und werde das anhand von ein paar praktischen Beispielen am besten auch zeigen, wie politische Organisationen, Parteien, Verbände Medienbeobachtung nutzen, um einen Informationsvorsprung zu haben und um auch Entscheidungen auf Basis dieses Informationsvorsprungs treffen zu können. Vielleicht nur kurz, weiß jeder von euch, was Medienbeobachtung ist und macht? So halb. Also prinzipiell, es gibt die klassische Medienbeobachtung, wo wirklich noch Menschen sitzen, die jeden Tag Zeitungen auswerten, Printzeitungen, aber auch online Social Media, Media, Radio, TV. Und dann auf Basis. Warte mal kurz. Ja. Und dann auf Basis von Themen oder Suchbegriffen Artikel herausfiltern und dann dem jeweiligen Abonnenten zur Verfügung stellen. Das können Kunden aus unterschiedlichen Bereichen sein: Wirtschaft, Politik, Kultur. Inzwischen entwickelt sich das Ganze eher hin zu, was man als Media Intelligence bezeichnet. Da geht es darum, wie man gerade die Flut an Informationen, die übers Internet kommt, mithilfe von Tools elektronisch analysieren und filtern kann und dadurch sowohl eine Analyse ziehen kann, als auch das Ganze filtern zu können und nutzbar machen zu können. Dazu komme ich dann nachher näher. Und ich werde jetzt nur kurz anhand ein paar Beispielen zeigen, wie das Ganze im politischen Bereich Anwendung finden kann. Dort ist es nämlich sehr unterschiedlich. Das heißt, sowohl Parteien als auch Organisationen, Ministerien arbeiten da auf einem sehr unterschiedlichen professionellen Level. Es gibt zum Beispiel immer noch Ämter, die ich jetzt nicht nennen will, wo hochdotierte Beamte sitzen, die jeden Tag, jede Stunde die Ö3-Nachrichten hören und Ö1-Nachrichten und dann mitschreiben, was da gesagt wird. Also das ist, hat jetzt mit Media Intelligence weniger zu tun, aber ist eine Tatsache, die noch so angewendet wird. Medienbeobachtung in der Politik, wenn es professionell gemacht wird, wird zum einen von denjenigen in einer Partei zum Beispiel genutzt, die für die Kommunikation verantwortlich sind, um einfach schon in der Früh zu wissen, was über die Partei selbst geschrieben wird, was über andere Parteien geschrieben wird, was zu bestimmten politischen Themen geschrieben wird, um schon am selben Tag noch auf bestimmte Zeitungsberichte reagieren zu können oder einfach um informiert zu sein oder dann um sich auf Pressekonferenzen vorzubereiten. Um sich auf Parlamentssitzungen vorzubereiten und so weiter. Und das wird im Prinzip auch mit Tools gemacht, wie hier zum Beispiel, wo dann wirklich jeden Tag die aktuellen Berichte auch reinkommen und wo dann der Kommunikationsverantwortliche sehr schnell weiß, was an dem Tag die mediale Berichterstattung bereithält. Und das Ganze dann aufbereiten kann, selber nochmal filtern kann, welche Artikel jetzt relevant und wichtig sind und dann auch da einen Pressespiegel schnell erstellen kann, der dann auch an Mandatare, Entscheidungsträger und so weiter gehen kann. Das ist praktisch die Detailebene, wo man dann auch sich, so schaut so ein Clipping aus, das ist jetzt praktisch
ein Zeitungsartikel, der dann hier digital produziert wird und dann den jeweiligen Kommunikationsverantwortlichen auch so zur Verfügung steht und die sich das dann auch im Detail natürlich anschauen können. Das kann dann noch weiter ausgewertet werden, quantitativ und qualitativ. Wird das Clipping jetzt automatisch erstellt oder hat das jemand eingescannt? Wir kriegen das schon als PDF von den Verlagen. Das wird am Bildschirm auch ausgewertet und gelesen von den Lektoren. Und weil es würde nicht über eine Volltextsuche gehen in dem Fall, weil wenn jetzt ein Thema Bildung ist, das ist sehr schwierig mit Suchbegriffen zu definieren, weil das alle möglichen Wörter beinhalten kann. Und das wird dann am Bildschirm auch geschnitten, halbautomatisiert. Und dann eben auch Analysen, wo dann die Kommunikationsverantwortlichen sehen, welche Medien schreiben jetzt viel über mich, welche schreiben wenig über mich, an welche Redakteure sollte ich mich vielleicht eher zuwenden, damit sie vielleicht mehr berichten über mich, und welche machen das ohnehin viel und kann sich dann natürlich anschauen, wer berichtet jetzt positiv, eher negativ und kann auf dieser Basis dann auch seine Kommunikationsstrategie entsprechend anpassen. Das Ganze kann man dann auch für die Mandatare, in dem Fall ist das zum Beispiel aufbereitet, wo man dann wie Online-News das Ganze auf einer vereinfachten Ebene sich noch anzeigen kann und jetzt nicht auf jede Website schauen muss, sondern wirklich alle Printartikel, auch und Online-Artikel auf einer Oberfläche sieht. Also und Entschuldige, dass ich nur reinfüge, das ist ein Pressespiegel eigentlich, oder? Das ist im Prinzip ein Pressespiegel, wobei, wie gesagt, ein bisschen eine andere Form, weil hier können die einzelnen Mandatare dann wirklich gezielt und ganz einfach auch auf dem Tablet und so weiter nach verschiedenen Themen filtern und sehen dann auf Anhieb die entsprechenden Artikel dazu. Oder auch man kann es nach einzelnen Mandataren filtern und dann kann jeder schauen, was über ihn geschrieben wurde, ohne dass er jetzt das irgendwie selbst zusammensuchen muss oder das jemand anderer für ihn machen muss. Sind die Verlage irgendwie dazu verpflichtet, dass sie das richtig angeben? Oder können die einfach sagen, hahaha, das ist jetzt, das gebe ich jetzt, also sie an den Filter oder so weiter? Achso, ne, die Auswertung machen wir. Wir kriegen von den Verlagen die komplette Zeitung im Prinzip und die wird für uns ausgewertet und wir ordnen es dann den Themen zu, zum Beispiel Bildung. Und das ist eben nur mit Menschen möglich, im Printbereich, damit das auch Sinn macht. Das heißt, es geht wirklich darum, Informationen zu filtern, zugänglich zu machen und nutzbar zu machen. Mhm. Ein weiterer Punkt, wie man es nutzen kann, politisch auch, das war zum Beispiel im Vorfeld der Wien-Wahlen haben wir das in einer Medienkooperation gemacht, wo wir die Anzeigen der politischen Parteien analysiert haben. Das heißt, wir haben alle Anzeigen aller Parteien rausgefiltert und die Anzeigenpreise von den einzelnen Verlagen sind ja bekannt und haben somit erhoben, wie viel die Ausgaben waren für Anzeigen. Ist natürlich nicht hundertprozentig immer richtig, weil wir kennen nur die Standardpreise, wir wissen nicht, ob Parteien Rabatte kriegen für ihre Anzeigen, also im Anzeigenbereich wird viel mit Rabatten gearbeitet, aber es gibt zumindest quantitativ im Vergleich dann einen schönen Überblick, wer da viel ausgibt und für Werbung. Das war natürlich keine große Überraschung bei der Wien-Wahl. Das wurde dann eben auch immer veröffentlicht aktuell auf den Webseiten und auch in welchen Zeitungen da am meisten inseriert wurde, von welcher Partei. Und das natürlich auch interessant ist, dass dann im Rahmen politischer Transparenz, wo man dann praktisch auch wirklich im Detail, konnten dann die User die jeweilige Partei anklicken und schauen, was haben die für Anzeigen geschaltet und wie viel hat diese Anzeige gekostet. Also das ist wirklich auch im Sinne einer Transparenz jetzt ein interessantes Projekt gewesen, das dann auch entsprechend wieder Medienresonanz erzeugt hat. Ein weiterer Bereich, wo man es nutzen kann, sind politischer Aktivismus. Da gab es letztes Jahr das Beispiel mit der Schweigeminute, wo der Künstler Raul Haspel 30 Sekunden waren es, glaube ich, Stille verkauft hat auf iTunes und Amazon und das Ganze dann an eine Flüchtlingsinitiative gespendet hat. Und da war es auch so, dass er an uns herangetreten ist, weil es ist sehr schnell so gewesen, dass ausländische Medien auf dieses Thema aufgesprungen sind. Er hat dann sehr viele Journalistenanfragen aus Deutschland vor allem gekriegt, aber dann auch schon aus England, während jetzt die österreichischen Medien am Anfang überhaupt nicht auf das Thema aufgesprungen sind. Und wir haben das Ganze dann praktisch weltweit die Medienresonanz beobachtet, was da passiert. Und haben dann natürlich sehr schnell festgestellt, wie sich das Ganze verbreitet hat, nämlich eben über Deutschland und dann auch England, USA. Das sieht man dann sehr deutlich.
aber eben nicht in Österreich und haben dann zum Beispiel auf Basis dieser Information beschlossen, eine Pressekonferenz abzuhalten. Also hier sieht man, es war dann auch schnell auf BBC ein großes Thema zum Beispiel. Haben uns dann entschlossen, eine Pressekonferenz abzuhalten, wo wir den österreichischen Medien den internationalen medialen Erfolg näher gebracht haben, was dann wieder zur Folge hatte, dass die österreichischen Medien mehr darüber berichtet haben und das ganze Thema dann neuen Schwung gekriegt hat. Und man kann das dann auch direkt an den iTunes und Amazon Verkaufszahlen sehen, wie das dann in die Höhe gegangen ist. Ein zweiter Punkt, den man aus der Medienbeobachtung gesehen hat, vor allem jetzt im Bereich Online, war dann, dass sehr viel auf Twitter passiert ist. Das heißt, da sieht man hier zum Beispiel die Verteilung nach Medientypen, wer darüber geschrieben hat. Und also man sieht schon, das sind allein von den Resultaten ist das auch sehr viel, das darüber geschrieben wurde. Und eben am Anfang sehr viel auf Twitter. Der Raul Haspel, der das Ganze initiiert hat, hatte aber keinen Twitter-Account. Jetzt war dann die strategische Entscheidung, einen Twitter-Account einzurichten, eine entsprechende Community aufzubauen. Und es gab dann kurz darauf dieses Voices for Refugees-Konzert am Heldenplatz in Wien, wo dann der Raul Haspel das erste Mal getwittert hat, mit der Konsequenz, dass das gleich zum Beispiel in dem Fall von Armin Wolf getweetet wurde und dann natürlich dieses Foto um die Welt gegangen ist. Und wo man dann praktisch auf Basis dieser Media Intelligence, wo man gesehen hat, okay, das ist ein großes Twitter-Ding, insofern macht es Sinn, selbst auf Twitter zu gehen, nochmal eine ganz andere Reichweite generieren konnte. Und man sieht dann, hier kann man mit so Virality Maps dann auch darstellen, wie so ein Tweet um die Welt geht. Also das war auch so eine Entscheidung, die auf Basis von Media Intelligence getroffen werden konnte. Ich komme jetzt als nächstes zu einem konkreten Beispiel, nämlich zum Wahlkampf, um mal konkret zu zeigen, da gehe ich jetzt auch direkt ins Tool rein, mit dem man sowas machen kann. Genau, wo man also direkt dann auch, gerade beim Bundespräsidentschaftswahlkampf ist es natürlich so, dass da natürlich sehr viel passiert. Also man sieht jetzt über den Zeitraum, das ist jetzt 1.1. bis 11.4. zum Beispiel, waren das allein 20.000 Ergebnisse, wo es in Online-Quellen und Social Media um den Bundespräsidentschaftswahlkampf ging. Und man sieht natürlich dann hier auch den Share zum Beispiel, wer da den meisten Buzz erzeugen kann online und wie sich dann die in der Chronologie dieser Buzz verteilt. Und da sieht man natürlich die verschiedenen Spitzen, wo man dann im Detail schauen kann, was diese Spitzen ausgelöst hat, seien es die Veröffentlichung der Spender, der Parteienspenden, der Kandidatenspenden oder andere Themen bei TV-Duells zum Beispiel. Also das kann man dann auch im Detail mit diesen Daten, kann man dann im Tool reinklicken und sieht dann auch die entsprechenden Ergebnisse. Das sind Dashboards, die werden auch tatsächlich in Wahlkampfzentralen genutzt als Monitoring-Tool, um das einfach immer im Blick zu haben, ob jetzt was passiert oder ob bei einem Kandidaten was passiert, wo man dann aufspringen kann oder reagieren kann. Und das passiert im Prinzip in Echtzeit. Genau, das war meine Frage. Also wie laufen da eigentlich die Reaktionen auf Twitter zum Beispiel? Also wie schnell wird da eigentlich reagiert, wenn irgendein anderer Kandidat was macht? Also Twitter ist mit Sicherheit das schnellste Medium, wenn da etwas aufkommt, gerade jetzt eine Aussage im Fernsehen bei einem TV-Duell, wo dann vor allem auf Twitter sehr schnell reagiert wird und dann eine Diskussion im Netz entsteht um dieses Thema. Also das kann man ganz deutlich beobachten. Die Online-News, Tageszeitungen und so weiter sind da natürlich von der Schnelligkeit weit hinten. Also Twitter ist da schon, wie auch in dem Beispiel vorher jetzt mit der Schweigeminute, das Medium, das wirklich so ein Bild oder eine Aussage sehr schnell in die Öffentlichkeit tragen kann und sehr mit einer sehr hohen Reichweite dann auch, wenn man entsprechende Multiplikatoren hat, wie zum Beispiel den Armin Wolf. Das ist halt, wenn der das nicht retweetet hätte, wäre das anders gelaufen. Aber da ist es halt dann wichtig, eine entsprechende Community aufzubauen, um dann auch diese Reichweite zu haben. Dann kann man auch immer die Meinungsführer zum Beispiel sehen. Das ist jetzt allgemein die Meinungsführer. Interessant wird es dann, wenn man sich die Meinungsführer nach verschiedenen Medientypen anschaut. Das heißt, das sind die Online-News-Seiten zum Beispiel, wo man halt sieht, dass die Presse da ganz vorne ist und der Standard, die sehr viel schreiben hier. Kann man dann auch wieder, es wird auch eine Tonalität zum Beispiel erfasst,
die basiert natürlich auf einer automatischen Auswertung von Wortstämmen. Wenn da viele Negativwörter vorkommen, wird das negativ bewertet. Man kann das, wenn man es hundertprozentig will, müsste man das natürlich noch manuell nacharbeiten. Aber es funktioniert, es kennt keinen Witz und keine Ironie natürlich, aber funktioniert sonst sehr gut. Und da kann man dann auch zum Beispiel jetzt im Detail schauen, okay, was haben jetzt die Negatives geschrieben und muss ich da reagieren? Kann ich da etwas vielleicht noch ändern? Gut, bei Facebook zum Beispiel ist es jetzt auch wenig überraschend, wer da vorne ist. Obwohl jetzt der Standard mehr als doppelt so häufig postet, hat der Herr ganz oben einfach eine viel höhere Reichweite und kann ein viel höheres Engagement generieren, was sich dann auch in den Statistiken niederschlägt. So kann man sehr gezielt dann zum Beispiel auch Blogger identifizieren und kann dann, wenn man jetzt sieht, die schreiben viel oder haben da eine gewisse Affinität, denen gezielt auch noch zum Beispiel Informationen zukommen lassen. Das sind halt für die Wahlkampfleiter dann oder für die Kommunikationsleiter in den Wahlkampfzentralen sind das wichtige Tools, um das ein bisschen steuern zu können und da Multiplikatoren zu finden, über die man dann wieder Leute erreichen kann. Und gerade wenn man sich, wann war die Wahl Kärnten, wenn es da um eine Stimme oder so geht, dann sind das natürlich schon Dinge, die interessant sind, weil man sieht wirklich genau, man kann mit diesen Tools auch auswerten, wo ein Post jetzt wo der herkommt, also wirklich bis in die Ortschaft im Prinzip, und kann da, das ist natürlich dann schon interessant, weil man kann das ja gezielt dann auch Leute ansprechen, wenn es dann so eng ist, kann das schon ein wichtiger Faktor sein. Genau, das ist jetzt Engagement, also wie oft es getweetet und retweetet, geliked wurde, und dann eben die Tonalität, wo man hier schon sieht, 25,1% negativ, ist schon ein sehr hoher Wert, woran man sieht, dass der Umgangston schon ein sehr rauer ist in dem Wahlkampf und dass es viele, das müssen jetzt nicht unbedingt Hasspostings sein, aber es ist ein Indiz dafür, dass schon sehr viele negativ konnotierte Wörter auch verwendet werden. Und man kann dann auch die Entwicklung sehen, wie sich diese Tonalität im Laufe der Zeit entwickelt, kann das sich dann wieder im Detail anschauen, woran das liegen könnte und so weiter. Genau, kann Themen identifizieren. Auch interessant, wenn man sieht, das ist die Verteilung nach Geschlechtern, und zwar bezogen auf die Autorinnen. Die werden auch identifiziert in den Texten, beziehungsweise bei Social Media ist es so anhand des Profils. Und da sieht man auch, dass es ein männlich dominierter Wahlkampf, Online-Wahlkampf ist. Kann man sich dann noch bei den einzelnen Kandidaten natürlich anschauen, wo man dann sehen würde, dass auch wenig überraschend bei Irmgard Kries noch die höchste Prozentzahl an weiblichen Autorinnen zu sehen ist. Genau, und dann hat man eben auch immer die Ergebnisse im Detail, die wirklich in Echtzeit dann auch reinkommen und wo man dann auch im Zweifel das Social Media Team oder wer auch immer direkt reagieren kann. Genau, so viel erstmal dazu. Das waren jetzt nur mal drei Beispiele, wie man sowas wirklich nutzen kann. Man kann sich dann auch noch einzelne, da kommt jetzt der Claudio dann gleich dazu, mit diesem Lugner-Interview zum Beispiel, das ist ja auch ein ähnlich, wie es jetzt beim Raul Haspel war, mit einem Tweet, der einfach sehr schnell viral geht, was in dem Fall ja auch der Fall war. Und wo man das dann einfach auch sehr, sehr gut untersuchen kann im Detail, wie so etwas funktioniert. Das ist richtig und ich gehe gleich in die Überleitung. Was hat uns dazu bewogen, überhaupt Lugner zu interviewen? Danke für ja. Danke, das ist nämlich genau das Wichtige. Auf YouTube war das Ding nicht so der Renner wie auf Facebook. Ich glaube, auf YouTube haben wir zusammengerechnet um die 200 Viewer, was an sich für einen freien Blogger wie mich, der das spaßhalber tut, eine gute Zahl ist. Aber auf 27.000 erreichte Personen zu kommen und auf 10.000 Videoaufrufe, das musst du mal zusammenbringen. Das ist nicht so easy gewesen und man muss wissen, das sind diese 5 Sekunden, die ich am Anfang gezeigt habe. Also ich habe gerade keine Zeit, ich bin im Wahlkampf. Oder ich kann jetzt nicht, ich bin im Wahlkampf. Und die Leute haben sich das im Durchschnitt, haben wir ermittelt, 3-mal angeschaut. Also das heißt, du hast 10.000 Zugriffe, du hast zur Erklärung, sie haben es aufgerundet auf 6 Sekunden, aber dann dauert es tatsächlich irgendwie 5, irgendwas Sekunden.
sagen wir jetzt 20 Zugriffe pro Minute. Das sind halt dann umgerechnet ca. 1500 abgespielte Minuten. Und 100% Abspielzeit auf Facebook zu erreichen, bei einem 5-Sekunden-Video ist leichter als beim 5-Minuten-Video. Beim 5-Minuten-Video waren es ca. 12%, 11 bis 12%. Also wir haben schon gemerkt, es hat teilweise an den gefällt mir gelegen. Man sieht 35 geteilte Inhalte. Das sind alles Multiplikatoren, die einfach hintereinander greifen. Und wenn man sagt, dass der durchschnittliche Facebook-User zwischen 200 und 500 Friends hat, dann kommt man irgendwann mal auf diese 10.000. Ja? Wobei die Frage natürlich ist, ob das immer hineinspielt oder nicht. Gibt es dazu Fragen? Ich habe eine allgemeine Frage, nicht? Cui bono? Das Facebook-Video? Nein, nicht das Facebook-Video, sondern allgemein, nicht? Weil im Grunde genommen gibt es bis heute keine einschlägigen Studien dazu, nicht? Dass ich sage, also, aufgrund eines Online-Wahlkampfes oder einer Online-Kampagne, jetzt zumindest im politischen Bereich, nicht? Welchen Einfluss hat das auf, konkret auf das Wahlverhalten? Nicht? Weil wenn ich eine Kampagne mache, nicht? Das sind zwar alles schöne Zahlen, ja? Und es geht immer darauf, nicht? Dass ich sage, also, welche Wirkung, nicht? Wie schaut die Wirkung auf die Wahlkampagne aus? Nicht? Ich meine, dass ich Themen steuern kann im breiten Kampagnenbereich, überhaupt keine Frage. Ja, das ist völlig klar. Ja. Aber die Zahlen sozusagen zeigen genau das Umgekehrte, dass ich heute über Breitenkampagnen kein Wahlverhalten mehr beeinflussen kann, sondern das muss ich auf eine andere Art machen. Deswegen war meine Frage cui bono. Ja, ich glaube jetzt aus meiner Sicht, beeinflussen direkt kann man es nicht, das ist ein Analyseinstrument. Und man kann auf Basis von den Daten, die man sieht, Entscheidungen treffen. Man kann Zielgruppen anhand von Themen identifizieren, man kann eben Meinungsführer identifizieren und auf Basis von diesen Informationen kann man natürlich den Wahlkampf dann auch in eine gewisse Richtung steuern. Es ist natürlich schwer zu messen, was es dann für Auswirkungen hat, aber wie ich vorhin sagte, wenn es wirklich um sehr enge Wahlen geht, wo es um einzelne Stimmen geht, dann kann man das, also man sieht ja auch, welche Themen diskutiert werden im Netz und kann dann schon diese Themen aufgreifen und man hat halt schon eine Informationen, die man natürlich entsprechend filtern und entsprechend nutzen muss, dann hat man was davon. Aber natürlich, direkt hat man nichts davon. Also es ist eine Information, die man dann selbst nutzen muss. Ja, hier übrigens nochmal die Zahlen, die ich vorher, also danke für das Einbauen dieser Zahlen, die ich vorher angesprochen habe, also diese 1500 Minuten abgespielten Minuten, diese 10 Sekunden Aufrufe, die durchschnittliche Ansichtszeit, das sind natürlich super Werte, aber bei 5 Sekunden, und Klaus, da wirst du mir definitiv zustimmen, kann ich kein politisches Interview da führen. Also ich kann ein politisches Statement auf 5 Sekunden runterkürzen, ja, aber die Frage des Inhaltes, des Wertes der Information ist dann eine völlig andere. Und da bewegen wir uns, glaube ich, auch in diesem Bericht, also das, was wir jetzt in diesem Bereich, entschuldigt, kleiner Hänger, wo wir sagen, ist Politik und ist Wahlkampf eigentlich viel mehr Unterhaltung, als dass es politisch ernstzunehmende Auseinandersetzung mit Themen ist, die uns wirklich bewegen. Also ich glaube, es ist immer mehr und mehr eine Mischung aus emotionalen Themen, aus Unterhaltungsfaktoren, aus politisch relevanten Inhalten. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich Spaßsendungen wie auf Puls 4 anschaut, wo die Kandidaten gegenseitig am Essenstisch sich über Tischmanieren in Äthiopien oder in China oder so unterhalten müssen, ja, ganz ehrlich, vernünftig habe ich gefunden, was gemeint haben, bitte sagen Sie zu TTIP auf Englisch Ihre Meinung. Das muss ich sagen, ist nicht so schlecht, ja, damit du zumindest ein bisschen einen Einblick hast, wie die Leute ticken. Wobei da genau umgekehrt, also so gerade zu diesen Polit-Talk-Shows, ne, da gibt es also vergleichbare amerikanische Studien, die eindeutig nachweisen, dass diese Form, deswegen war das eine intelligente Form, was Puls 4 gemacht hat, eindeutig Einfluss auf das Wahlverhalten hat. Es ist leider so. Ja, das, da gibt es genug Studien darüber. Ja, wobei ich es problematisch finde, ein amerikanisches Format nach Österreich 1:1 zu transportieren, weil es eine andere journalistische Kultur ist und auch eine andere. Also ich,
Es gibt auch deutsche Studien, also, zur Anästhesie etc. Es gibt in Deutschland auch diese Studien, wo nachgewiesen wurde, dass das Einfluss aufs Fallverhalten. Weil du es gerade sagst, Peter Fitzmaier, wie vor knapp 2 Monaten eben über den amerikanischen Wahlkampf interviewt, weil über den österreichischen durfte mit mir wegen Wettbewerbsgründen des ORFs nicht reden. So eine eigene Geschichte. Vertrag ist Vertrag, ja, muss man akzeptieren. Und er hat diesbezüglich gesagt, ich glaube, bis zu 40 Journalisten arbeiten bei diesen Late-Night-Shows, die ja teilweise satirisch, teilweise politisch relevant, teilweise sehr auf Unterhaltung gedacht sind. Und die haben teilweise auch die größten journalistischen Redaktionen in der USA, die rein auf eine Sendung reduziert sind. Und deswegen kommt halt der Obama zum Jay Leno, wie es früher halt war. Halt ist es der Fallon und der Jimmy Kimmel. Also es zeigt sich, in der USA ist es mehr Unterhaltung, bei uns ist es auch immer mehr in die Richtung, sonst gäbe es Sendungen wie die Wahlfahrt nicht vom ORF, die ja auch mehr in diesen Unterhaltungsbereich geht und aber versucht, den, wie sagt man so schön, menschlichen, emotionalen Teil des Kandidaten, des Bewerbers zu präsentieren. Hier nochmal ganz nüchtern die Statistik, hier haben wir das ein bisschen anders. Das ist die Langversion vom Video. 5 Minuten 55, weil man muss wissen, diese 5 Sekunden habe ich gesehen und habe mir gedacht, also es war am Donnerstag, wo ich einen Film gemacht habe, war am Freitag zu Hause in Graz wieder und habe dann entschieden, diese 5 Sekunden, die gehören rein, weil die Leute erwarten sich vom Lugner irgendwas Lustiges, so blöd es klingt. Ja? Und mein Kollege, der Peter, hat gesagt, komm mit was Lustigem zurück. So, und natürlich, er hat gesagt, komm mit was Lustigem beim Lugner. Logischerweise bin ich mit einer Listen völlig seriöser Fragen hin und dann passiert mir sowas. Aber andererseits war es dann auch in Ordnung. So, hier nochmal die nüchternen Zahlen und da sind wir leider bei dem Elend, was sich Facebook nennt. Wenn du 5 Minuten produzierst und die durchschnittliche Ansichtszeit ist halt 11%, das sind wir knapp bei einer Minute, dann stellt sich natürlich die Frage, zahlt es überhaupt aus, längere Sendungen zu machen? Bei YouTube ist der Durchschnitt höher, aber YouTube ist mehr und mehr eine Suchmaschine und kein soziales Netzwerk. Und darüber haben wir gestern telefoniert, Facebook sperrt sich zunehmend aus, hat die Netzneutralität innerhalb seines Netzwerkes eingeschränkt. Das heißt, ich kann nach wie vor YouTube-Videos und so weiter auf Facebook posten, keine Frage. Die Drittlinks werden aber schlechter beworben. Das heißt, ich müsste Geld, also wenn ich Geld wie heuer habe, schmeiße ich das ein, indem ich ein YouTube-Video auf Facebook bewerbe und brauche mich nicht wundern, dass ich das haben wir einmal testweise ausprobiert im letzten Herbst beim Leichtfried, haben wir 40 Euro ausgeschmissen für das, dass wir einen Zugriff pro Euro hatten. Also braucht man nicht weiter diskutieren. Ja, auch wir machen ein bisschen Marketing und andere Geschichten kosten 10 Euro und du hast 10.000 Leute. Also auch für euch Parteien ist es recht billiger geworden, sage ich mal, Werbung zu machen. Die Frage ist, was du tust. Ja? So, gibt es dazu Fragen, Anregungen? Wollt ihr ein bisschen videomäßig was sehen? Wahrscheinlich schon. So, gut, dann gehen wir genau zu dem Bereich. Dann hören wir uns doch mal an, was der Herr Lugner zu sagen hat. Genau. Es geht jetzt nicht, ich bin im Wahlkampf. Hallo, Inside Politics, Folge 25, heute mit Richard Lugner und Katie Lugner, dem First Couple, wie es so schön heißt in der Werbung. Sie treten zur Bundespräsidentenwahl an. Was sind Ihre Ziele? Wo sind, also, sehen Sie die politischen? Ich muss sagen, ich bin der Meinung, dass wir mit der Zwei-Parteien-Diktatur, die wir seit 70 Jahren mit wenigen Ausnahmen haben, Schluss machen müssen. Es muss wie in jeder anderen
Demokratie, einmal die einen an der Macht sein, einmal die anderen. Deswegen sage ich, die beiden muss man trennen, die Roten mit dem anderen oder die Schwarzen mit dem anderen, wie es in einer Demokratie gehört. Und das muss der Bundespräsident machen und dann muss der Bundespräsident der Regierung ein Arbeitsprogramm versuchen, in die Regierungserklärung hineinzubringen, wo man die Arbeitslosigkeit behebt, wo man die Pensionsreform hinbringt, wo man die Schuldenmacherei einbremst, wo man die Staatsreform macht und das Flüchtlingsproblem löst. Das sind die Aufgaben des Bundespräsidenten, die er der Regierung auferlegen muss und die müssen im Regierungsprogramm drinnen sein, mit einem Zeitprogramm. Und wenn sie es nicht machen und nicht zu der versprochenen Zeit durchführen, wie es jetzt immer wieder geschieht, dann hat er Möglichkeit, der Bundespräsident die Regierung ohne irgendwem zu fragen, abzuberufen. Da habe ich eine Frage, nämlich einerseits die Wirtschaft. Wie wollen Sie die Wirtschaft wieder ankurbeln? Was sind Ihre Vorschläge diesbezüglich? Sie kommen ja aus der Wirtschaft. Also nachdem unsere Lohnnebenkosten relativ hoch sind, muss man versuchen, die zu reduzieren. Und alles, wo Leute nur in der sozialen Hängematte drin sind, das muss man wegbringen. Es muss sich Leistung lohnen, der arbeitet, der soll einen Lohn bekommen, der soll einen 13. und 14. bekommen. Aber da gibt es sicher einiges, wo man was reduzieren kann. Vorhin habe ich schon gesagt, bei den Pensionen, wir haben im Pensionsrecht die Männer mit 65, die Frauen mit 60 und so lang sollten die Österreicher arbeiten. Und wenn sie früher in Pension gehen wollen, dann sollen sie weniger kriegen, dann sparen wir Geld. Und jetzt gibt es natürlich irgendwelche, die körperlich kaputt sind, bevor sie 65 werden. Für die soll es von mir aus eine Haklerregelung geben, aber für andere nicht. Ein Bürohengst braucht keine Haklerregelung, weil er nicht körperlich kaputt ist. Und wie sehen Sie jetzt eigentlich auch die Flüchtlingskrise? Wir selber waren. Die Flüchtlingskrise hat Österreich absolut verschlafen. Der Bundespräsident vertritt das Land nach außen. Er hat vor einem Jahr all die zu den Schengen-Ländern fahren können. Das ist seine Aufgabe, statt hinter der Tapetentür zu sitzen, alle Schengen-Länder besuchen und zu sagen, bitte machen wir die Schengen-Grenzen dicht. All diese Länder haben ein Militär, die gegen jeden feindlichen Angriff die Länder verteidigen könnten. Und die Flüchtlinge sind reingekommen und wir haben zugeschaut und das Militär war in der Kaserne. Da hätte man aktiv sein müssen. Momentan ist es ja so, dass ich glaube, dass einerseits in Syrien Frieden angedacht wird und andererseits verschiedene Lösungen sind, dass wir das langsam im Griff kriegen, weil die Flüchtlinge weniger werden. Aber wenn man der Türkei 3 Milliarden Euro gibt, das führt, dass wir von Griechenland 1.000 Flüchtlinge in die Türkei führen und dann von der Türkei mit dem Flugzeug 1.000 nach Deutschland führen. Da frage ich mich, für einen Hotelaufenthalt zahlen wir 3 Milliarden. Das Geld würde ich nehmen, so wie es nach dem Krieg die Amerikaner mit Europa gemacht haben, mit dem Marshallplan, in Syrien das Land wieder aufzubauen, damit die Leute wieder zurückgehen in ihr Land und dass sie sich dort wohlfühlen und dass sie dort Lebensbedingungen haben, wie sie es brauchen. Dazu würde ich die 3 Milliarden verwenden, aber nicht für Flüchtlingslager, wo die im Elend leben müssen. Und zwei kurze Fragen noch. Ja. Ich bin gleich soweit. Für was steht Richard Lugner? Richard Lugner steht für eine Demokratie, wo nicht 70 Jahre lang immer die gleichen Parteien an der Macht sind. Egal wie man wählt, haben wir immer Schwarz-Rot. Das will ich nicht. Ich will einmal die Schwarzen, einmal die Roten mit anderen Parteien, momentan Schwarz-Blau oder Rot-Blau. Dann wird was weitergehen im Land und wenn die einen Scheiße bauen, dann sind sie weg. Und dann kommen die anderen dran. Und vor Lugner noch, So, das war jetzt das Ende mit dem Lugner. Wir können gerne noch die Katie dazugeben, aber was nicht wollt ihr? Oder? Okay. Er hat versucht jetzt natürlich auf eine sehr, also es war schon interessant, weil ich habe mit seinem Pressemann das im Vorfeld ausgemacht gehabt und dann komme ich dorthin, wie was, ich weiß nichts von ihnen. So, jetzt haben wir extra aus Graz gekommen, ja gut, machen wir geschwind was. Ja. Und dann war halt dieser eine Take mit dem Handy und dann hat es gleich so angefangen, wie wir das gerade die letzten 4 Minuten gesehen haben. Was mir auffällt, ohne jetzt mal explizit auf die Person des Lugner einzugehen, ist, dass man versucht, sich staatsmännisch zu geben, man versucht, gewisse Lösungen anzubieten, auch im Wissen, dass man vielleicht das gar nicht machen kann. Und das ist, glaube ich, das Besondere an diesem Bundespräsidentschaftswahlkampf, weil Glasdale ist
bisweilen ja daran gescheitert gewesen oder einer der gescheiterten Präsidenten gewesen, der eben versucht hat, als Präsident mehr Gestaltungsgewalt aufzunehmen und was ich oder auch in die Hand zu nehmen. Und was mir eben auffällt, ist, dass jetzt teilweise Politiker, wie jetzt der Rudolf Hunsdorfer zum Beispiel, auftauchen, den ich als potenziellen Nachfolger von Faymann gesehen hatte. Und ich glaube eher, so blöd es klingt, das ist meine subjektive Meinung, dass der Herr Bundeskanzler durchaus ein Interesse daran hatte, den Herrn Sozialminister ins politische Nirvana zu schicken, via Bundespräsidentenwahl. Um ihn entweder auf die Position zu bringen oder loszuwerden. Weil ein gescheiterter Minister logischerweise nicht mehr oder gescheiterter Wahlkämpfer nicht mehr gefährlich werden kann. Aber ich würde gerne auch mehr Diskussion führen. Also, was habt ihr für Fragen? Was fällt euch auf? Habe ich das auf der anderen Seite, auf der schwarzen Seite, nicht ziemlich ähnliches, nur genau umgekehrt? Da hat es ewig lang mal, ich glaube, Köln, also sie wird seit, keine Ahnung, 15 Jahren jetzt als Bundespräsident, irgendwann einmal wird er sich zur Wahl stellen. Ich meine, dass er das jetzt nicht gemacht hat, sondern ich glaube, mit seiner Stimmung hätte ich es an seiner Stelle auch nicht gemacht. Aber im Prinzip ist er jahrelang dafür ja irgendwie hingestellt worden, als wie er wäre. Und dann einfach so wirklich Zeit zu sein und sich dann nicht der Wahl zu stellen, finde ich schon ziemlich schlimm. Naja, schlimm. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie ihr das beobachtet beim Observer. Ich glaube, in Österreich haben wir tatsächlich ein Verantwortungsproblem. In der Schule fängt es teilweise schon an, wo Schüler Angst haben, Verantwortung zu übernehmen, weil die Lehrer sie zur Rechenschaft ziehen könnten. Und das spiegelt sich in den Parteiapparaten bis nach oben hinauf. Und ich weiß nicht, ob ihr das diskutiert damals bei der ÖVP, bei der ÖVP-Basisdiskussion, teilweise, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt sage ich schon, der Bröll ist 70, glaube ich, nächstes Jahr. Die sind alle mit ja. Und der Lugner ist da, der ist, glaube ich, einfach nur immer arbeiten gewohnt, so wie der Stronach. Ich habe die Katrin Nachbauer vor 2 Jahren interviewt, die hat zu mir gesagt, der ist mit 83, hat vor 5 Jahren wieder eine Firma gegründet. Gut, mit einer Milliarde Euro oder 2 Milliarden Dollar im Hintergrund eine Firma zu gründen und dann 5000 Angestellte wieder zu haben, ist natürlich etwas leichter, als wenn einer Startup-mäßig was macht. Ach klar. Aber das heißt noch lange nicht, dass es erfolgreich ist. Und ich merke das bei meiner Großmutter, die tut sich jetzt schwer. Ich meine, ist ein Vergleich. Lugner und meine Großmutter ist schwierig, aber für die war der Garten das Lebenselixier oder ist es? Ich habe gerade eine Tante, die ist gerade in Betreuung, die ist bis vor 2 Monaten vor dem Sturz noch Auto gefahren. Also diese Menschen haben ihre Eigenverantwortungen, sagen auch die Dinge, die sie tun, halten sie auch jung. Und wenn bitte der Herr Lunge mit 83 das machen will, dann soll er es tun. Ja. Darf er machen? Ja. Ich habe eine Gegenfrage. Ja. Der Herr Bröll hat nie gesagt, dass er Bundespräsident ist. Richtig, ja. Der hat das nie gesagt. Außerdem, der Bröll hat. Außerdem, es war mir klar, dass es der Bröll nicht macht. Ich war vollkommen klar. Weil der Bröll. Die so derzeit, sich das nicht ja, entschuldige. Aber nicht nur die Verantwortung zu übernehmen, immer als großen König darzustellen, sondern ja, ja. Der ÖVP und dann. Der Hype in der Zeitung war schon, ob er es jetzt selber gesagt hat, oder der Hype der Zeitungen so war. Das haben die Zeitungen erzeugt. Ja, natürlich, aber der Bröll hat eine Wette mit dem Armin Wolf gehabt. Und wenn ich mit dem Armin Wolf eine Wette habe, dann werde ich doch nicht so blöd sein, wenn ich sie selber beeinflussen kann, dass ich nicht antrete, wo ich sage, ich trete nicht an. Dass ich dem Armin Wolf die Pointe gibt, dass er mir auf Twitter zerreißen kann. Und das spielt eine Rolle, ja. Weil wenn der Armin Wolf sagt, schauen Sie, es ist mir jetzt eine Flasche Wein schuldig, dreimal kannst du raten, wie es das in den letzten 2 Monate materialmäßig ausgeschnitten hätten oder ausgeschlachtet hätten. Das ist jetzt ein sehr banales Beispiel, ja. Aber
bis zu einem gewissen Grad kommt mir diese Bundespräsidentenwahl, letzte Woche ist es im Standard gestanden oder was vor 2 Wochen, wie das Dschungelcamp mittlerweile vor. Und es. Aber ich vermisse da die, unter Anführungszeichen, Großparteien, also unter Großparteien, in Österreich, die ja da in dem Sinne nicht die Verantwortung übernehmen, auch für ihre Kollegen, die ja für sie da ins Feld gezogen sind, die komplett arm sind, nicht so aber cool, sind wirklich arm, also müssen sie da, sie lassen sich kriegen, das ist auch teilweise gerechtfertigt, dass sie geprügelt werden. Also der aber ich finde schon, dass es sehr viel widerspiegelt von. Ja, ich glaube schon. Wenn man die Vergangenheit anschaut, wo die immer herkommen sind, die Bundespräsidenten, dann ist es ja zum ersten Mal. Ich habe gestern. Ich habe gestern eine ÖVP-Jugendveranstaltung in der Abergrandach, wo ich wohne, besucht. Wir hatten da eine Jahreshauptversammlung und bin dann auf Einladung vom Ortsparteichef halt hin. Und ja, ein bisschen geredet und ja, das. Das Argument war, wir müssen Kohl wählen, nicht nur aus Loyalität zur Partei, sondern weil er der geeignetste Mann ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es wirklich von der. Weiß ich nicht, aber wir haben für. Ich bin ja auch Satiriker und für Sonntag haben wir die böse Kolumne in Vorbereitung, Video ÖVP und SPÖ fordern Videoüberwachung im Wahlkabine für Parteimitglieder. Also, ja, ich glaube schon, dass es so ein Thema ist. Der Hofer, weiß ich nicht, warum er es antan hat. Das ist bis zu einem gewissen Grad eine Mischung aus. Er hat sich leider gut eingefügt können. Weil am Anfang war er immer schon so. Du, ich habe den letztes Jahr kennengelernt. Ich habe ihn letztes Jahr kennengelernt beim Südtiroler Nachmittag. Da war er einladender. Nationalratspräsident hat das organisiert etc. Mit dem kannst du über alles grundsätzlich normal reden. Also das ist keine Frage, die Ideologie dahinter ist mir persönlich von jetzt unsympathisch. Also nicht jetzt er als Person, sondern die Partei, die ja. FPÖ. Ja. Praktisch gesehen wird es halt die Frage sein. Ich habe 19-jährige Cousine, die ist heuer Erstwählerin. Die wird wahrscheinlich FPÖ wählen. Und innerhalb der Organisation eben ältere, also Organisationsform, sage ich jetzt in meiner Familie, gibt es Ältere, die sagen, ich will auch Hofer. Auf welchem Platz ist er denn am Wahlzettel? Die Frage kriege ich gestellt. In der Familie. Ja. Also, ja, wir leben nun mal in einer Demokratie. Ja, und auch er darf, und jeder darf es auch selber tragen. Ja. Und das, ja, das ist wieder das, was die meisten ausblenden. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sagt, okay, deswegen kommt ja das dann auch auf YouTube, dass wir mal debattieren und nachdenken, warum wollen wir eigentlich diese Person wählen oder nicht. Ja? Und ich glaube, persönlich, ich finde jetzt das, was der Lugner sagt, nicht schlecht. Also vor allem das Thema Wirtschaft, teilweise eben, er lebt auch, er redet jetzt durchaus Dinge an, die für sein Shopping City oder für sein wirtschaftliches Leben bringend waren. Er ist zumindest darin authentisch, weil er richtig. Ist im Sinne seines Unternehmens genau richtig. Und jetzt sind wir bei dem komischen Bereich, weil du es gerade sagst. Was muss heute ein Politiker sein? Und jetzt stehen wir bewusst auf. Ein Politiker muss authentisch sein, er muss unterhalten können, er muss redegewandt sein, er muss sich verkaufen können und er muss mehr oder weniger zu jeder Frage die passende Antwort parat haben. Also was ist für unser Politiker? Was nicht, eierlegende Wollmilchsäure ist vielleicht schon zu wenig, weil früher leichter, die waren einfach so. Also, du hast jetzt den Medien. Ich habe den Medienpolitik. Den Medienpolitik-Anspruch, ich meine, ja. Ist ja. Entschuldigung, nicht? Das ist ein Teil, nicht? Aber das ist ja. Genau das, was sich heute nicht mehr verkaufen lässt. Nicht? Außer die Authentizität. Ja. Ein Politiker muss Konsens herstellen, er muss Dialog pflegen, er muss Entscheidungen treffen, er muss Lösungen herbeiführen, lösungsorientiert arbeiten.
er muss Kontakte pflegen etc. Das ist die eigentliche Aufgabe von einem Politiker, aber in Zeiten der Mediatisierung hat man das vergessen. Und damit das ist kommen richtig, wir sozusagen ja auf den Punkt, nicht umsonst. Nicht umsonst sind heute die Volksparteien, die traditionellen Volksparteien an einem Scheideweg, ja, dass man sagt, also diese Mediatisierung funktioniert heute nicht mehr. Ja. Und wir sind, Obama hat das 2008 erkannt, nicht? Wir sind 10 Jahre später drauf, nicht? Und diese Wahl wird sicherlich in diese Richtung gehen, nicht? Dass man sagt, also in dieser Form wird es nicht weitergehen. Und es wird sich ein neues Bild herausstellen, wie sich zukünftig sozusagen Parteien organisieren müssen, abseits der Medien, ja, abseits der Medien, weil da werden sie mehr oder minder vorgeführt. Mir hat das Interview gut gefallen, dem Lugner muss es auch gut gefallen, weil es nie unterbrochen worden. Ne? Du, weil du das sagst, weißt du, dass der Lugner echt schwieriger Interviewpartner ist, das ist ja klar. Ja, du hast ihn reden lassen. Ja, ich habe ihn reden lassen, aber der Lugner ist, der geht... Das, was man nicht gesehen hat, wir haben vorher einen Take noch gehabt, einen längeren. Und dann hat sein Telefon geläutet, das war das Glück, weil dann hat er den Saga ausgegeben und dann haben wir das Interview wiederholen können. Weil er hat die Fragen sich selber gestellt. Er hat mich nicht ausreden lassen und hat dann gemeint, ja und so weiter und so fort. Und hat schon irgendwie mitgekriegt, in welche Richtung meine Frage gehen soll. Und die letzten 3 Worte meiner Frage hat er sich selber gestellt. Und da habe ich, also das hat er dann sich da nicht mehr getraut. Und die Katie Lugner, die hat ja, wie man gehört hat, ihn ab und an eingeflüstert oder also wieder zurückerinnert. Man muss auch wissen, und auch doch Respekt vor ihm, Puls 4 vorher, ORF, ORF Wien, dann wir, Ö24 und dann noch ca. 50 bis 100 Leute, die von ihm Autogramme wollten. Und das kompaktiert in ca. 30 bis, sagen wir, 45 bis 60 Minuten. Und das ist schon sehr viel und zeigt eigentlich, dass, dass er dieses Geschäft auch gewohnt ist. Ja? Also der ist den Opernball gewohnt, wo er sagt, ich habe, weiß nicht, 100, warte mal, ich muss das kurz ausschalten, ich habe 100 Anfragen von irgendwelchen Journalisten und renne durchs Blitzlichtgewitter von einer Loge in die andere. Ja? Das ist etwas, was du auch gewohnt sein musst. Und man merkt aber auch schon, dass das hat halt mit unserer, ich will nicht sagen Unbekanntheit zu tun, aber wir sind nun mal wahrscheinlich 99,99% der Österreicher und auch damit auch der Medientreibenden eher unbekannt. Aha, wer sind sie eigentlich? Also, dass der eher zum ORF geht, bei der Chris war das so, wir haben am Tag, wo sie gesagt hat, sie will Bundespräsidentin werden, mit ihr im Café Promenade einen Termin gehabt, weil wir sie gleich nach der 7. Fakultät-Vorlesung gefragt haben, könnten sie kurz was sagen, ja, ist überhaupt kein Problem. Und obwohl ich eine persönliche Freundin habe, die jetzt ihre Sekretärin ist, war es nicht möglich, einen Termin zu kriegen. Weil sie sagt, Fernsehen muss für sie 140.000 Leute erreichen. Minimum. Und das ist halt ein Kampf, mit dem du zu tun hast. Und umgekehrt habe ich ihnen aber erklärt, seid mir böse, dann geht es zur Neuwahl, wo sie 900 Leute erreichen. Und wir haben mit dem Facebook-Video die komplette also mit dem Video vom Lugner haben wir die komplette Barometerstaffel von Neuwahl, und das war viel Aufwand, der Zirnik hat sich alles Lob verdient, in einem Video eingeholt. Bitte? Der macht die Jugendarbeit. Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Nein, bin ich mir nicht so sicher. Oh ja, das sagt er laut, ne? Ja, aber ich bin mir da nicht so sicher, ob also Jugendwahlarbeit, ne? Er macht jetzt diese Demokratiewerkstatt ähnlichen Geschichten, also dieses Neuwahl, langer Tag der Politik. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Darauf hat er sich konzentriert. Aber ja, es ist so, dass diverse Blogger leider irgendwie, wir haben sie ja auch erst gebraucht, den Trend verschlafen haben, auf Facebook zu wechseln. Oder Facebook zumindest mitzubearbeiten. Dass du sagst, du hast Videos bis 45 Minuten Länge auch auf Facebook
Das macht nicht einmal der Thilo Jung, und der ist aber im Gegensatz zu uns von der Reichweite her nicht vergleichbar, weil wir haben auf Facebook 130, 132 Follower und können halt, je nachdem wie ein Eintrag hinhaut, Durchschnitt zwischen, ich sag bewusst, 50 Leuten bis 700 oder 1000 Leute, haben wir gestern Fotobeitrag gemacht über einen Karrierenabend in Rabagramba, wo ich wohne, und das hätte ich jetzt glücklicherweise verhindern können. Jedenfalls, der hat eine Reichweite von 280.000 Followern, also das spielt eine Rolle, ja. Und wenn man sich anschaut, in welche Richtung sich die Blogger-Gesellschaft entwickelt, hi du, ich bin Thilo Jung oder ich bin, wie heißt der, Floyd Lloyd oder so? Liv Lloyd, ja genau, der dann hingeht, dann Vollgas gibt, mit denen, wie viel hat er, 2,5, 3 Millionen Leute auf das Video mit der Merkel gehabt, der einfach einen Trend macht. Wir sind, obwohl ich jung bin, glaube ich, von der Art, wie wir es machen, etwas altmodisch, gebe ich offen dazu, aber unsere Klientel ist halt so eine Mischung zwischen 20 bis 40-Jährigen. Und die Frage ist halt immer, auf welches Klientel du am Ende halt hingehst. Und da stellt sich natürlich am Ende auch die Frage, welches Klientel willst du abdecken? Und das wird es auch langfristig für die Politik bedeuten. Weil der Hofer kommt, glaube ich, aufgrund des Facebook, FPÖ-Facebook, Bonus und Strache, Beliebtheitsgraden, deswegen sehr gut weg, punktet bei den Grünen, aber wie heißt so schön, am Ende zählt die Wahlbeteiligung. Und da spielen natürlich SP und ÖVP wegen den Pensionistenverbänden nach wie vor eine führende Rolle. Fragen, Anregungen, Beschwerden? Ich finde, es wäre einfach nur sehr interessant zu wissen, was der Lugner wirklich bezweckt mit dem ganzen Wahlkampf. Ich glaube, dass er keine Chance hat, das hat er selber von Anfang an gewusst. Ist es einfach nur ein Gehalt einzukassieren vom ATV, der da sicher mitprofitiert? Ist es eine Werbung? Ja, ihr seid schon dran. Ja, ich glaube, er sieht das auch zum Teil ganz pragmatisch und er hat PR und es kommen mehr Leute in die Lugner-City wieder. Meine persönliche Meinung, ich schaue so selten Fernsehen und ich kann nicht sagen, was auf RTL 2 abläuft, aber seit Anfang des Jahres läuft diese Sendung auch auf RTL 2. Und da haben sie wahrscheinlich durchschnittlich, ich weiß nicht, wie viel sich die Drehs und so weiter anschauen, zwischen 1 und 1,5 Millionen Leute im Deutschland. Und je nachdem, was die Deutschen daraus machen, sprich, Kamerateam mit dem Lugner in dem Wahlkampf, das ist für die perfekte Werbung, keine Frage. Und am Ende wird er wahrscheinlich, mein Vater hat gesagt, 98, da hat er ihn gewählt, den Lugner kennt jetzt jeder Mensch in Österreich. Für den war das nichts anderes als eine Publicity-Geschichte. Große PR und ich präsentiere mich, Punkt. Und aber wie das mit 86 oder 83 ist? Weißt du, er hat sein Unternehmen, er denkt in einem, ich glaube, soweit ich das verstanden habe, wenn er stirbt, das ist so ähnlich wie beim Hartlauer eigentlich. Ihr Franz Josef Hartlauer kennt jeder. Und sein Sohn hat genau die Schiene verfolgt. Und ich glaube, so denkt man ein bisschen monarchistisch in die Richtung, dass man eben sagt, man denkt in Lebenszeiten und ich möchte etwas schaffen und gebe es danach meinen Erben weiter. Und wie hat das der Lugner gesagt? Ich habe mir da dieses Puls 4 angeschaut, gleich am Anfang, wo er gemeint hat, von wegen Steuersparen. Er hatte die Lugner City gemietet eigentlich, die hat ihm gar nicht gehört. Dann hat er die Bank das verkauft oder Versicherung und dann hat er es folgendermaßen gemacht, er hat die Immobilienfirma, der die Lugner City gehört hat, gekauft und mietet sich bei seiner eigenen Immobilienfirma ein und hat dadurch 5 Millionen Euro gespart. Und die Gris steht daneben und sagt, das ist ein legitimer Weg.
kann man jetzt auch sehr, wie was will, aber schließlich, ich möchte es jetzt nicht nur auf den Lugner ziehen, wir müssen, glaube ich, auch mit der Zeit schon aufhören. Da hat es diesen tollen Hofer Hunsdorfer Saga gegeben. Wir haben eh drüber geredet, im Vorfeld bei den Zweierduellen, wo der Hunsdorfer, und das war sehr interessant, direkt reingeht, sagt, sie sind ja Waffenbesitzer, das ist die typische Wiener Art, und könnten sie doch dieses oder jenes tun? Und er stellt sie dann, sie können dieses oder jenes tun, sie sind ja Sportschießverein und so weiter. Wie ist das? Gehen Sie mit einer Waffe ins Parlament auch? Weil so einen Bundespräsidenten will ich nicht. Ja, das sind halt so Aussagen. Ja. Das ist in den USA ist das ja noch viel, viel relevanter, wie jetzt die Trump-Aussage mit den Abtreibungen zum Beispiel. Sowas hat einen Einfluss und da spielen soziale Medien auch eine große Rolle dabei, das zu transportieren. In Österreich war das letzte Mal der Fall mit dem Stronach mit der Todesstrafe, glaube ich. Das ist auch so ein Fall, wo man ganz deutlich gesehen hat, dass so eine Aussage dann wirklich zum Thema wird und im Netz diskutiert wird und damit in der Öffentlichkeit ein Thema wird. In dem Fall haben wir es jetzt nicht im Detail analysiert, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so das Thema geworden. Aber es ist eben, gibt eben diese, so einzelne Aussagen können schon vor allem dann durch Multiplikatoren im Netz zu einem Thema werden, das auch dann in eine bestimmte Richtung, ein Image oder ein Wahlkampf dann im Gesamten ablenken kann. Ja, jetzt war das der Kohl, oder? Ja. Das Wort Basis verwendet hat, den gibt es jetzt ja. Super, danke. Ja. Im 3. Mai haben wir Auftakt des Projektes genannt. Jetzt gehen wir die praktische Arbeit des Projekts dazu. Okay, mehr oder weniger gut. Ja, tue ich, danke. Ja, das ist wieder Aussage, wenn man sagt, okay, damit hat er sich wahrscheinlich beim großen Teil der Jungen wieder schon. Da stimme ich zu, aber es hat zum Beispiel auch so eine Geschichte Hofer Pablitz gegeben und das war so super, der von der Kronzeitung, der in der Pressestunde Hofer interviewt hat, ich bin gleich fertig, der hat gesagt, ich bin fertig und die Pablitz geht dazu richtig schön in die einkratzen. Du weißt jetzt, sie gibt Gas. Und meine Großmutter, schaust du Fußball oder schaust du ein politisches Interview an? Sag ich weiß jetzt, was kommt. Und sie haben in den Jahren 2000, ich habe noch was für Sie, Herr Hofer. Sie haben in den Jahren 2010 und 2012, waren Sie so selten im Nationalrat. Ja, aber ich hatte damals eine schwere Operation und war krankenstandsmäßig und so weiter und so fort. Aber Frau Pawlitzki, ich habe da auch was für Sie. Ich habe da ein Fragenkonzept von der SPÖ, welche Fragen man mir stellen soll. Wo? Und so arbeitet er. Ende. Ende. Fertig. Also, Entschuldigung.